Yo, meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder mal Apex Legends, selbstverständlich. Und in diesem Game zocke ich mit einem Premade, den hört ihr dann ein bisschen im Discord labern. Und wenn du Bock hast, auch mal mit zu zocken, join meinem Discord. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Genau, und wenn du neu bist auf dem Kanal, lass auf jeden Fall sehr gerne mal ein Abo da. Dann wirst du auch immer wieder benachrichtigt, wenn neuer Content von mir kommt. So, genug rumgelabert, ab geht's ins Game rein. Ich bin gerade über ein anderes Spiel und heute kann ich das nicht verwenden quasi. Oh. Vielleicht gewinnt der Holter dann noch ein bisschen Arch-Age-Leute dazu. Ja, der muss trainieren. Oh Gott, ich hab nix. Spitfire mit 35 Schuss. Ich finde Bunker auch immer kacke irgendwie. Kein großer Fan von Bunker. Nee, ich mag den auch nicht mehr. Der ist einfach nicht mehr zeitgemäß irgendwie auf der Map, finde ich. Season 1 war der cool, aber. Oh ja. Hat gerade schon eine Wingman gepinkt. Ah, nee, ich Massive Prowler. Ich komm mit der Wingman auch, wir werden niemals Freunde. Ah. Du musst halt die Arschbacken zusammenkneifen und einfach deine Stunden damit machen. Oder? Ja. Permanent damit spielen halt. Ja, habe ich schon mal gemacht. Dann war ich eine Zeit lang einigermaßen gut damit, aber dann. Ich habe einfach immer dieses Gefühl der Willkür so. Wenn ich auf die Shooting Range gehe, so sitzt jeder Schuss auch aus der Bewegung raus und so, aber im Game dann, puff, puff, die fliegen irgendwie durch die Wallerei, die Schüsse. Ach, ich bin mit anderen Waffen gut, das passt schon. Ja, ich bin voll sogar auch die 301 und die Flatliner. Ja, finde ich auch beide richtig stark und Hemlock Single Shot spiele ich auch immer noch richtig gern. Body Shield hier, Level 2. I could use that. Sollen wir beim Runoff mal vorbei? Auf jeden. Scheiße. Let's go. Ist da was abgesprungen? Nee, sind alle relativ. Die sind alle relativ früh. Nee, ist gelootet. Oh, okay, wo sind die denn hin? Ich sehe keinen mehr. Vielleicht sind die Slums noch? Macht da hinten. Drauf? Ja, auf jeden Fall. Die looten noch hinten, sind vorne durch. Ah, der ist in dem Mittelgang. Achtung, der ist jetzt oben im Mittelgang. Blue Shield cracked. Ach, womit schießt der denn? Alter, ich hab ihn so low gemacht auf Range mit der Mastiff. Oh, One Shot. Habe einen genockt. Hier ist noch einer drin. One Shot. Genockt. Tot. Das war's. Oh, ich liebe die Mastiff. Oh, nur noch 3 Schuss drin auch. Das war eng. Ich brauche ein bisschen Shotgun-Ammo, wenn ihr noch was findet. Ja, ich kann. Eigentlich gibt es auch immer genug Shotgun-Ammo. Oh ja, nice, danke. Habe ich den mit der Türe verarscht? Das war herrlich. Immer wieder auf zu, Mastiff in den Kopf. Oh, noch richtig viel Shotgun-Ammo, geil. Schön. Die neue Season hat angefangen, oder was? Ja, seit 2 Wochen schon sogar. Wie der eine dachte, der könnte aus diesem Zwischengang, dieser Brücke, noch wegspringen, Alter. Nee, du bist da gefangen, ey.
Lustige war, der ist in dem Moment, wo der einen Zaun stellen wollte, bin ich um die Ecke gekommen und hab den halt gekillt. Der hat halt noch die Fences in der Hand, weil es war total perplex und hat irgendwie nicht auf die Waffe so schnell switchen können. Hast du noch Grand Season 5 reingeguckt, Alter? Nee. Puh. Hast du was verpasst? Ich finde die ziemlich cool. Also die haben King's Canyon so ein bisschen modifiziert, aber zum Positiven, wie ich finde. Neuer Champion, ja, Mirage wird gebufft, ziemlich geil. Also ich kann überhaupt gar Ego-Shooter gar nicht mehr geben. Die ganze Apex und dann Call of Duty und Valorant gezocke. Das hat mir komplett wieder, das hat mir gereicht. Ja, Valorant hatte ich auch nicht so geflasht. Nee, da hat's aber auch schon angefangen aufzuhören, weißt du? Ja, gut, okay, aber Valorant ist doch irgendwie schon sehr speziell, finde ich. Es geht einfach generell um Ego-Shooter, bockt einfach nicht, da ist einfach nichts hinter, so, für mich mehr. Grinden, besser werden. Ja, es ist aber kein Grind. Ja, es ist schon ein Grind, um besser zu werden, besser ja, rein, mehr Leute zu killen und so. Das ist einfach, nimm auf. So, weiß ich nicht. Machst du Memory Training und so, das. Nee, das ist einfach voll stumpf. Ja, man soll halt das spielen, was einem Spaß macht, ne? Ja, eben. Wenn es Fun bringt, würde ich es auch nicht zocken. Nee, bockt mir gar nicht. Mach mehr. Lifeline Pack ready. Ich drop's da oben, aber. Hat ja auch eine. Wie immer in der Season, wenn ich dann irgendwie Diamond erreicht habe und es geht nicht weiter, dann höre ich meistens auf mit Epics. Ich habe diese Season auch gar kein Rank mehr gespielt. Ja, letzte Season auch keinen Spaß mehr gemacht. Dann mit diesem blöden Split, so kurz bevor ich Diamond war, dieser scheiß Season Split und ja. Dann wieder neu anfangen, weiß ich nicht. Ich bin halt bei gerade. Du bietest es aus meinem Lifeline-Pack, bietest du es ihm an, er dankt dir und du sagst auch noch gern geschehen. Ja, ganz genau, so läuft das. Sehr, sehr frech. Ich komme mit einem weißen Evo raus. Aber Wingman und Evo ist eigentlich ganz geil. Auf jeden Fall. Kannst du richtig gut hochspielen, wenn du triffst. Kannst halt auch man easy. Trifft. Guck mal, hier ist auch noch ein Bunker. Da kommt man auch noch nicht ran. Kennst du den anderen Bunker schon? Ja, das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, das wäre so eine Aufladestation erst. Nee, das sind Bunkerausgänge. In einem. Ja, guck mal, hier steht auch locked, wenn ich drauf gehe. Es gibt. Einen Bunker gibt es schon, wo man rein kann. Kennst du den? Da musst du übers Meer in die Klippen reinfliegen. Da liegt immer ein goldenes Knockdown-Schild und so ein bisschen anderes Stuff. Oh, lass da hin. Pit. Okay. Oder? Ja, die dürften noch da sein. Wenn ich schon die Triple Take höre, gehe ich Kriegskosten. Nee, ist Charge, ne? Fast eine lahme Runde. Ich will Aktionen. Für mich bringt's halt gar nicht. Da kommt was entgegen, glaube ich. Nee. Ah. Ja, close. Ist aber rechts raus oder links raus? Immer den Schüssen nach. Ich würde hier links raus. Dann sollten wir direkt am Fight rauskommen. Oh ja, da kracht's noch ordentlich, da können wir richtig schön Third Party jetzt. Oh ja, da sind sie. Hab einen genockt. Noch einer One-Shot. Oh. Links, links, ne? Ja. Ich hab's nicht gleich. Rechts ist aber auch noch was, glaube ich. Achtung. Scheiße, jemand. Wurde das Evo gecrackt, einer genockt. Ich push da weiter rein. Ich glaube, da war nämlich noch einer. Oh, ja, hier oben ist noch was. Das sind nicht meine Caravan.
Oh Gott, ich bin down. Hier ist noch eine Bangalore. Die kommt, um mich zu finishen. Da. Alter, die hat mich weggesprüht. Lecko, Mio. Hast du das rote Ivo genommen? Okay. Ja. Mach deine Se- Ach mein Gott, ey. Ich- ja. Kann man noch mehr seine Ulti verschwenden? Wow. Ich brauch mal dieses zweimal, Visier. Die Selchkork, weißt du, was ich meine? Das ist blauer Zweier, ja. Ja, geh mal in den Ring rein, ne? kann man mal machen. Ja. Da sind auch noch Kisten. 100 Schuss noch in meiner Mastiff. Mastiff, Mann. Uha. Ja, das war. Hier, guck mal, hier ist es. Oh, nein. Das war auf jeden Fall eine schöne Third Party. Ja, voll. Alle schön wegpflücken. Ja, nehme ich alles mit. Alter, wie viel Shotgun-Ammo hatte ich denn gerade? Das müssen ja über 100 gewesen sein. Komm, das Medikit nehme ich. Oh, ich habe kein Medikit, das nehme ich. Oh, noch mehr Thermals. Ja. Na, das her mit dem guten Stuff. Dich ein Pit. Na gut. Thank you. Oder mal gucken. Oh. Komm, noch eine Thermite nehme ich mit. Man kann nie genug davon haben. Weil diese Lifeline Passive, dass man so schneller die Batterien und Zellen poppt, schon pervers. Das macht so Spaß. Beste Leben. Diese Fights habe ich gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe die Kills mit der Devotion weggeverglückt. Sind meistens nach 2-3 Schüssen umgekippt. Oh, ich werd beschossen. Von wo? Ach Gott. Schadschweifelspinne. Trifft er mich auch noch für so 6 oder so? Kann ich dem überhaupt nicht. Von hinten kracht's. Hier sind auch Zäuner. Ja, hier baut gerade jemand. Gegner hinter uns. Da. Weißes Ivo. Headshot. Ich push mal ein bisschen über das Dach dahin. Der baut sich dann einen riesen Zaun. Oh, der ist One-Shot. Jetzt baut er sich eine Kuppel dahin. So ein Arschloch. Ah, die haben eine Watson-Ulti da stehen. Kacke. Einer knockt. Einer knockt. Knackt. Ja, ich pushte auch rein jetzt. Oh, hinter uns die... Ich verpiss mich. Hinter uns die pushen, weißt du, die mit dem... Ja, ja, ja. Die Charge-Raffle-Hinis. Oh, Airstrike. Wir sind in einer richtigen Scheißpose hier. Passt schon. Alter. Habt ihr die hier alle gekillt oder? Ja, ich glaub schon. Von hinten werden wir jetzt noch beschossen. Von wem ist denn das Portal hier? Das ist nicht von uns. Was? Nehmen? Nee, 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 lieber nicht. Wer weiß, wo wir da rauskommen. Hat's genommen. Ich hab nur noch 25 Schuss in der Devotion. Okay, der eine ist alleine und dann haben wir noch den vollen Squad im Rücken. Hey, lass! Ja, ich nehme auch die Zipline. Dann holen wir den einen weg und dann können wir 3 gegen 3 kämpfen. Der ist alleine in diesem Gebäude drin.
Purple Shield, so gut wie cracked. Cracked, one shot. Wo ist er? Hab ich. Oh, der hat auch eine Devotion, geil. Die ist sogar noch voll. Das Charge Rifle, es macht mich richtig sauer, weißt du das? Ganzer Diu. So ein Popel, man trifft auch nichts. Das ist so ein, bestimmt so ein, das ist ein Gibraltar, ne? So ein fauler, dicker Gibraltar. Ich suche mir jetzt eine richtige sneaky Position hier. Und dann schieße ich dem mit der Devotion in den Kopf. Guck mal, kann man sich hier noch verstecken? Dann gehe ich da hoch. Das sehen die alt aus, das sage ich dir. Ja. Die hängen da wirklich hin. Ja, hab ein goldenes Schild, der Gibraltar. Ich poke den mit der Devotion. Was ein Witz jetzt, Alter. Oh Gott, ich hab keine Schildzellen mehr. Nur noch Batterien. Ja, oh, der eine pusht close. Ich hätte auch Bock zu pushen jetzt. Ne, warte, chill mal einen Schild, versuch den einen wegzuholen. Der wird ein bisschen übermütig. Ich weiß nicht, glaube ich, dass ich hier links hänge. Ich habe halt nichts für Range. Das nervt ein bisschen. Mal einfach so hinhocken, dass sie uns nicht treffen. Und dann sollen die mal pushen kommen. Dann kriegen sie aber hier die Backen breit gehauen. Ist das Schlechte. Oh, da kommt was. Ach Gott, schon wieder das Charge Rifle. Das macht mich richtig wütend. Sind die schon close? Oh nein, oh nein! Gasfass an, der muss close sein. Da ist er. Cracked. Down. Der ist one shot. Der ist down. Okay. Kill. Ja, dann finish ich den direkt mal. Nein. Ja, sicher. So, 2 gegen 3 nur noch. Ah, ja, genau. Ein Fass habe ich noch entfernt. Sollen die kommen, die Arschlöcher? So nicht. Ich komme. Einer ist rübergesprungen. Der ist One-Shot. Ah, okay, das war's mit dem. Den push ich den letzten. Was ist er denn? Ich weiß doch. Klettert hier auf dem Dach und glaube. Über mir, ja. Nein! Ah, oh, Mann! Ich wollte ihn finishen. Was ein Sauhaufen, Mann. Die haben einfach nur genervt und die Zeit verschwendet. Ja, die waren so scheiße. Ja. Am Ende haben die sich so einen nach dem anderen snacken lassen. Ja, kommt hier echt der alleine an. Der kommt um die Ecke und kriegt so von dir und ihn so auf die Fresse. Schmeißt Fässer über die Mauer, was denkt der denn? Lololol. Alle und dann Angst guckt er auch noch, oh, hab ich getroffen?